Agenturen und Kreative aufgepasst. Das hier könnte euer neues Büro sein. Moin, mein Name ist Janis Riemann, Immobilienberater bei Angemann. Und heute befinden wir uns hier im Szene-Stadtteil Hamburg-Ottensen. Und zwar genauer in den Planck-Studios im Cube One. Das historische Fabrikgebäude wurde 1911 als Fabrik für Textilmaschinen errichtet, bevor es in den 90er Jahren zu neuen Bürolofts umgebaut wurde. Das Büroloft hat insgesamt ca. 611 Quadratmetern, verteilt auf drei Ebenen, inklusive zweier Galeriegeschosse. Neben den großen offenen Bereichen gibt es aber auch zahlreiche klassischere Büros, die unter anderem als Meetingräume zum Beispiel verwendet werden können. Die Fläche zeichnet sich unter anderem durch ihren Materialmix aus. Unter anderem wurde sehr viel Stahl verbaut, was dazu führt, dass die Fläche ihren loftigen Charakter erhält. Wenn auch dir dieses kreative Loftbüro mit drei Etagen und ca. 611 Quadratmetern gefällt, dann findest du diese und viele weitere Büroflächen auf bürosuche.de.